Kaum hat die Sims mal eine kleine News-Pause, prescht Paralives mit ersten richtigen Gameplay-Szenen und einem Release-Zeitfenster vor. Und es sieht unfassbar gut aus. Zum ersten und vielleicht spannendsten Sims-Konkurrent Paralives, welcher sich bereits seit vielen Jahren in Entwicklung befindet, wurde nun ein offizieller Gameplay-Trailer gezeigt. Dieser ist wie ein kleines Tagebuch aufgebaut und offenbart ganz am Anfang den Paramaker, in dem Anissa ihre Merkmale gegeben werden. Sims 2 Spieler werden sich mit dem Punktesystem, welche man in einzelnen Kategorien vergeben kann, direkt wie zu Hause fühlen. Außerdem könnt ihr die Talente, den Vibe des Paras und seine sozialen Vorteile definieren. Besonders spannend finde ich, dass wir hier Putz- und Schlafgewohnheiten bestimmen können und vegetarisch sein kein Merkmalslot wegnimmt. Kleiner Funfact: Es gibt keinen dezidierten Raum zum Umgestalten der Spielfiguren, sondern der Hintergrund sind einfach die eigenen vier Wände. Bei den Jobs haben sich die Entwickler ein extrem geniales Qualifikationssystem ausgedacht, denn anders als bei den Sims kann in Paralives nicht einfach jeder mit jedem Beruf starten. Erst wenn ihr die passende Anzahl an Punkten besitzt, die man durch einzelne Werte wie Wissen verschiedenster Gerichte in Kombination mit dem Kochenlevel erhält, ist der Para qualifiziert genug. Die Währung hat wohl keinen eigenen Namen, wie auch bei den Sims benötigt ihr diese unter anderem, um eure Rechnungen zu bezahlen. Bei besonders guter Arbeit könnt ihr ebenfalls einzelne Aspekte eures Berufes aufleveln. Aber nicht nur die Arbeit, sondern eure Persönlichkeit kann auf diese Art und Weise mit neuen Vorteilen vorangetrieben werden. Jeder braucht mal Pause von der Arbeit und auch so die Paras. Das Sozialsystem funktioniert hier etwas anders als bei den Sims. Natürlich könnt ihr auch in Gruppen interagieren. Hier habt ihr aber nicht hunderte verschiedene Optionen zur Auswahl, sondern könnt Karten wählen, um das Gespräch so in verschiedene Richtungen zu lenken. Welche hier erscheinen, hängt auch mit dem Kontext des Gesprächs zusammen. Nach und nach schaltet ihr damit verschiedene Freundschaftsstufen frei. Auch andere Figuren können mit euch interagieren und Angebote unterbreiten. Wie zum Beispiel wird Anissa wegen ihrer hohen Musikfähigkeit von einem anderen Para gefragt, ob sie nicht bei ihm in der Arbeit als Musiklehrerin arbeiten möchte. Apropos Fähigkeiten, diese können gemeinsam mit anderen Paras trainiert werden. Und was ich besonders spannend finde, wenn eure Figur eine Interaktion ausführt, kann es sein, dass ihr mit dieser zwei verschiedene Fähigkeiten vorantreibt. Gitarre spielen trainiert natürlich die Gitarrenfähigkeit, aber auch die Musikkenntnisfähigkeit, mit der ihr generell auch andere Instrumente schneller erlernt. Natürlich gibt es in Paralives auch verschiedene Orte, die ihr erkunden könnt, von denen man im Video bisher nur das Fitnessstudio und ein Café gesehen hat. Beide sind aber keine Rabbit Holes, sondern können frei betreten werden. Und es wurde auch endlich ein lang ersehnter Zeitpunkt veröffentlicht. Paralives wird 2025 in den Early Access, also eine unfertige Version mit Fehlern, gehen. Außerdem noch eine weitere erfreuliche Nachricht: Paralives hat keine DLCs, sondern wird ausschließlich kostenlose Updates erhalten. Ich muss sagen, dass ich anfänglich Paralives echt kritisch gegenüber war. Das hat sich aber spätestens mit diesem Video komplett gelegt. Der allgemeine Stil sieht noch etwas comichafter als in The Sims 4 aus. Dem einen oder anderen wird das nicht gefallen. Charme hat das Spiel aber auf jeden Fall eine ganze Menge und das nicht zuletzt wegen der unfassbar entspannenden Musik. Auch toll ist die Ehrlichkeit und Offenheit der Entwickler, was wir so von den Sims mit The Sims 5 jetzt ein bisschen, aber immer noch nicht in demselben Ausmaß kennen. Auf der offiziellen Webseite könnt ihr euch nämlich genau ansehen, welche Features noch geplant sind und was genau bereits jetzt fertiggestellt wurde. Die Liste findet ihr in der Beschreibung, genauso wie den Link zu meinem Partner Instant Gaming, bei denen viele Sims-Packs teilweise um mehr als die Hälfte günstiger zur Verfügung stehen. Also dann, bis zum nächsten Video.